Hey. Na, an der Pünktlichkeit hat sich auch nichts geändert. Oh, ja, sorry, dass ich zu spät bin. Ich habe noch ein bisschen was gepackt. Schau mal, was ich gefunden habe. Mann. Seltsam, mir nur noch auf Fotos zu sehen, ne? An das kann ich mich gar nicht erinnern. Ich glaube, das war, als wir mal mit Papa im Zoo waren. Ja, stimmt. Und wie geht's euch? Wo hast du das eigentlich ausgegraben? Auf dem Dachboden. Deshalb wollte ich auch mit dir reden. Ich zieh jetzt doch schon aus. Ich halte zu Hause einfach nicht mehr aus. Mamas Freund ist einfach zum Kotzen. Okay, was ist denn passiert? Wie geht's Mama? Dieser Kerl regt mich nur noch auf. Alles ist ihm wichtiger als wir und er kümmert sich einen Scheiß um Mama. Es wird mich echt nicht wundern, wenn er eine neue hat. Was hat er denn gemacht? Na, gemacht hat er nichts wie immer. Er ist ein Arschloch. Solltest du aber wissen, auch wenn du dich so selten blicken lässt. Er ist nicht zu Hause und macht keinen Finger krumm. Und wenn er mal da ist, lässt er seine schlechte Laune an Mama und mir aus. Hast du denn schon mit Mama darüber gesprochen? Ja, schon oft. Aber sie will von dem Ganzen nichts hören. Für sie ist er immer noch ein Heiliger. Ich habe meine eigenen Probleme. Ich kann mich nicht auch noch ständig um deren kümmern. Ich hätte schon vor einem Jahr ausziehen sollen. Also, ich will ja keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber wenn der Typ wirklich so scheiße sein sollte, ich meine, dann wäre doch Mama schon längst weg. Was weißt du denn schon? Du bist doch schon ausgezogen, bevor Papa gestorben ist. Wann warst du das letzte Mal bei uns? Vor 6 Monaten oder wann? Weißt du, eigentlich wollte ich heute mit dir einen schönen Tag verbringen, aber du regst mich schon wieder auf und die ganze Situation hier, also... Okay, okay, ich verstehe schon, warum du sauer bist. Ich war selten da und das ist uncool. Aber was passiert ist, ist passiert. Und wenn du noch meine Meinung zum Thema Ausziehen hören möchtest, ich find's okay, solange du dir nicht zu viel vornimmst. Kannst du jetzt aufhören, so pissig zu sein? Weißt du was? Vielleicht redest du mal mit Mama. Sie wird sich bestimmt mega freuen, dich mal wieder zu sehen. Wenn du jetzt mit mir mit nach Hause kommst, dann bin ich dir vielleicht nicht mehr ganz so böse. Habe ich denn eine andere Wahl? Mm-mm. Jetzt? Jetzt. Na gut, komm.